So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Die Testaufnahme war erfolgreich, der Kater ist auch erfolgreich aktiv bei mir im Kopf, aber ich denke, wir kriegen das hin. Devori hat ein neues Level hochgeladen mit dem Titel Only My Railgun. Dann haben wir ein Silvester-Special von Rasierer und Chosen hat eine Conan-Version von seinem Kaizo-Level hochgeladen, obwohl das aktuelle Video, wo ich das spiele, glaube ich, noch gar nicht online gewesen ist, jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber er hat sich wahrscheinlich schon gedacht, dass ich das nicht hinkriegen werde. Insofern bin ich gespannt, was er da verändert hat. Wir haben ja nur den Anfang gesehen. Wenn der Anfang gleich geblieben ist, lieber Chosen, bin ich nach wie vor raus. Wir werden sehen, was er getan hat. Jetzt spielen wir erstmal Only My Railgun. Und gucken mal, was passiert. Ich liebe dieses Lied, ne? Es ist einfach gut. Es ist einfach gut, was Devori baut. Jetzt kriege ich keine Streifen mehr. Doch, manchmal. Ah, der hätte kürzer sein müssen. Boah, aber der. Oh, mein Kopf, ne? Wir kriegen das hin. Wenn ich ein bisschen stiller bin, nicht wundern. Ich spiele ja, ich kann nur nicht so viel reden. Ich will sowieso lieber das Lied hören. Wait, das war falsch. Es ist so gut. Wie die. Ah, oh nein, ich habe auf die Notenblöcke geachtet. Wie die so schön im Rhythmus hin und her, ne? Echt nice. Ah, deswegen ist der da. Aber wir können das Refrain noch mal hören, ist ja auch schön. Und da ist das Ziel. Ach, schön. Auch guck mal, wenn man runterfällt, kriegt man es sogar auch noch. Wobei, man kann gar nicht. Doch, man kann runterfallen. Man kann übers Ziel springen für die Coins. So. Ich habe ein bisschen Angst, verkatert jetzt ein Silvester-Special vom Rasierer zu spielen. Aber ich hoffe, es ist freundlich. Wir werden es sehen. Es hat aber noch keiner gelöst. Das macht mir etwas Sorge. Das heißt, es ist nicht so freundlich wahrscheinlich. Da haben wir schon mal Millionen verschiedene
Das war jetzt wahrscheinlich nicht so smart. Jetzt sind die alle aufgelöst, ne? Hä? Oh. Oh. Okay, ich sollte eh die Pilze anders nutzen. Das war natürlich ziemlich doof, da jetzt direkt keinen Pilz mitzunehmen. Sagte er und nimmt wieder keinen Pilz mit. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Nein! Einer reicht. Dankeschön. Wow. Aber an sich ist das natürlich... Oh. Nicht denn dumm. Ja gut, das geht natürlich auch. Aber an sich ist das ja hier keine... Also hier kann man ja wirklich nur von der eigenen Ungeduld besiegt werden. Das ist jetzt ja nicht schwierig, hier den Mannschaften auszuweichen. Das war's jetzt ja schon. Aber ich nehme nochmal einen mit. Einfach weil ich's... Oh. Hä? Geht das? Ah ja. Jetzt kriege ich einen P-Switch mit. Da ist dann Ende. Okay. Reset. Ah, und jetzt kann ich mir den nächsten Raum... Nee, nicht aussuchen, sondern ich komme automatisch in den nächsten Raum. Ah. Also, dann arbeitet er auf jeden Fall mit Doppel-Checkpoints. Das heißt, ich kann wirklich jeden Raum einzeln... Ja, dann brauche ich doch diese... Pilzteile gar nicht möglich. Wenn ich sterbe, habe ich halt... Wieder alle vier. Oder so. Wow, okay. Was? Ach so, wir wechseln hier hin und her, ja? Aua. Was muss ich denn da machen? Das muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Ja, hier kann ich ja nicht stehen. Hier kann ich stehen, aber... Aber was passiert? Da läuft da irgendwas ab? Hier kann ich auch nicht stehen. Ich meine, ich sehe die Schnur, aber da ist ja nichts, was auf der Schnur entlang fährt. Hä? Was soll ich da tun? Was soll ich hier tun? So, ich kann hier rüber... Nee, kann ich auch nicht. Mach erstmal den Raum. Vielleicht checke ich den, ja. Wow. Wow. Ah, da drüben ist irgendwas. Aber auch nicht. Hä? Muss ich teilweise einfach nur aushalten? Was muss ich tun? Dann kann ich ja...
konstant einfach den hier machen. Beziehungsweise so. Gib mir Leben. Oh mein Gott, bin ich blöd. Aber muss ich das einfach nur eine Zeit lang aushalten? Löst sich hier von selbst nachher dann was aus? Ich habe nichts gesehen, was ich machen könnte. Ne, da drüben ist der On-Off, aber... Da komme ich ja nicht hin. Was ist der Raum? Okay, das ist jetzt aber wirklich safe aus. Okay, dann müssen die anderen auch aushalten, einfach nur. Aber das ist ja simpel. Aber irgendwo muss dann eine Feuerblume herkommen. Ja, oder so. Ja, wo kommt jetzt die Feuerblume her? Ah. Hä, aber dann... Jetzt komme ich hier durch. Was mir die nächste rote Münze bringt. Aber da hinten wäre es doch noch weitergegangen mit einer Feuerblume. Ist hier jetzt eine Feuerblume drin, weil es progressive ist? Da ist überhaupt nichts progressive. Okay. Hä? Check's nicht. Ach, das sind wahrscheinlich seine Coins... Der hat verschiedene Wege gebaut und teilweise auch einfach seine Coins wieder versteckt. Das wird's sein. Aber dann ist hier auch einfach aushalten. Okay. Ja, wenn man es weiß, ist easy. Okay. So, und jetzt ist der On-Off anders und jetzt kann man hier entsprechend dann durch den On-Off teilen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ach, der kann ja gar nicht rein. Mich reizt die rote Röhre da oben, aber ich traue mich nicht. So, jetzt kann ich nämlich hier rein. Und das ist jetzt die nächste rote Münze. Ja, doch, rote Münze ist richtig. So. Nach wie vor keine Feuerblume, das heißt, ich kann hier nicht. Aber ich habe hier eine rote Röhre noch nicht ausprobiert, sehe ich gerade. Ach, das ist die da. Ach so. Okay, dann fehlt jetzt nur noch dieser Bombenraum. Aber da weiß ich noch nicht, wo ich safe bin. So. Ah, okay. Ich war einfach nur zu nah immer dran am... Oh, ja, ja, ja. Das ist aber dann... Oh, das ist aber dann ganz schön exakt. Oha. Okay. Das ist aber dann ganz schön exakt. Na gut, dann machen wir das so. Ah, nein! Zu nah. Und irgendwann werden dann die Bomben nämlich gestoppt, dann kommen dann so Blöcke oben hin. Ich sehe das schon, da sind ja schon Spuren da. Da ist der erste Block. Jetzt kommt hier schon keine mehr runter. Das heißt, hier kann ich jetzt... Oh, Gott sei Dank. Ah, es war ganz schön kritisch. Da ist jetzt ein Pilz. Und ich kriege den dazu. Ah, wollte gerade sagen, hä? Aber da ist er schon. Okay. Wodurch ich jetzt hier durchkomme?
Ach so, und jetzt ist das hier ein anderer Eis, damit ich den wieder verliere. Verstanden. Und jetzt hätte ich eigentlich nur noch die... diese Tür hier. Aber dann haben wir das mit der Blume noch nicht geklärt. Happy New Year. Ich kann in die Zukunft sehen. Ja, da ist die 2. Da ist eine Blume. Kommt da nochmal eine Blume? Ach so, da kommt Blume. Ah. Und jetzt kann ich den Weg mit der Blume weitergehen. Okay, verstanden. Oh oh, war das jetzt gut, den auszulösen? Weil wenn ich jetzt sterbe... komme ich nicht mehr zurück, ne? Der einzige Weg, der offen ist, ist der. Aber dann renne ich da jetzt in den Eiszapfen rein. Oh oh, aber ich habe keinen anderen Weg. Ja, den verliere ich jetzt wieder. Ich meine, ich kann einen Rundumlauf machen. Und mir hier die Blume nochmal holen. Nee, hier komme ich nicht mehr rein. Hä? Ach! Ich glaube, das war... ja, das war ganz schlecht, dass ich den Checkpoint ausgelöst habe. Weil wenn ich jetzt drauf gehe... ich meine, es ist ein sehr einfacher Raum, aber ich kann es versauen. Das war jetzt nicht so cool. Müssen wir warten. Aber solange ich jetzt keinen Quatsch mache, kann ich das jederzeit neu starten, diesen ganzen Teil hier. Ne? Ich komme jederzeit hier rein, kann mir jederzeit die Blume holen. Ich darf nur keinen Quatsch machen. Habe ich sogar noch einen Powder dabei, kommt mir gerade. Kann ich das für meine Zwecke nutzen? Ich glaube, das ist eher ungünstig, wenn ich den dabei habe, weil dann sterben mir die alle weg und ich falle auf die Stacheln drauf. Nein, das ist eine ganz schlechte Idee. Okay. Oh, das ist schon weg jetzt. Das ist natürlich auch gut. So. Jetzt aber hier. So, den nehme ich jetzt aber mit. Okay. Wow, 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 was kommt denn hier? Da oben könnten wir jetzt mit dem Pausprung hin. Aber sehe ich das richtig, wenn ich jetzt sterbe? Wartet mal kurz. Ich gehe hier kein Risiko ein. Gut, dass ich ihn dabei habe. Uff. Uff. Die Münze da drüben interessiert mich nicht. Da wäre ich mit einem schönen Dreisprung jetzt rübergekommen. Ich habe sie gesehen. Ich habe die Einser-Münze nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber ich bin Erster. Uff. Das war interessant. Okay, ja, und hier haben wir jetzt nämlich Mini Kaizo Madness 2 Conover. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Twigs, do you wanna build a snowman? Of course I want. Aber vielleicht dann eher im nächsten Part. Wir gucken mal ganz kurz.
Ich habe Angst. Wenn der Anfang gleich ist, ist halt immer noch vorbei. Es ist ein komplett anderes Level. Es ist keine Conan-Version mehr, es ist ein komplett anderes Level. Was, bitte? Okay, wie komme ich da hoch? Da komme ich hoch. Ich habe das ja gerade mit so einem Drehding da in die Lücke reingeschafft. Aber wie? Ja, genau so. Für nix. Ist ja echt nix. Okay. Oh nein! Ich muss genauso auf so einem Scheißding rein. Okay. Ach, me. Nein, jetzt geht es. Oh. Oh Gott, das wird mich. Nein, das. Nee, Chosen, das regt mich zu sehr auf. Das kann ich nicht. Das. Wenn man jede 5 Sekunden stirbt, das. Nee. Ha, warum zieht mich das denn da so komisch rüber? Ich check's nicht. Wait, kommt da drüben schon das Ziel? Da fängt der Zielboden an. Da drüben fängt der Ziel. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Da drüben fängt der Zielboden an. Oh, zu langsam. Mann. Das gibt's doch nicht.
Ah, oh, wieso schaffe ich das denn nicht? Wenn das echt so kurz ist, muss ich das doch wohl hinkriegen. Oh! Ich bin noch nie weiter als die Stelle gekommen. Okay, jetzt habe ich aber eine bessere Strategie, um darüber zu springen. Ich warte, bis das hochfährt. Ich kann so lange warten, bis das Ding hochfährt. Dann werde ich da nicht so weggedrückt. Das ist halt echt das Ziel. Okay. Hätten wir es ja gerade schon gehabt, wenn ich noch abgesprungen wäre. So close. Oh. Ah, der drückte Kopf macht's nicht besser. Sterbe ich wieder an dieser blöden Pflanze da oben. Gerade wollte ich sagen, immerhin sterbe ich nicht mehr an der. Ich glaube, den Snowman bilden wir dann doch eher beim nächsten Mal. Scheiße. Ich muss schneller rüber. Ich muss schneller rüber. Ich muss schneller rüber.
Ich muss nur wieder da an das Ding rutschen. Und ich sehe schon, ich werde einmal daneben springen. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde es nicht auf Anhieb schaffen, wenn ich da rankomme. Das ist halt echt nicht lang, das Stück. Nein! Ich muss doch nur noch abspringen dann. Mist. Ich glaube, ich sag's ja, genau das meinte ich. Aber wenn ich es ankündige, muss ich es halt auch machen. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich? Okay. Ist ja alles noch im Rahmen. Hilfe! Gott, yes. Meine Herren, die Leben kannst du behalten. Uff. Uff. Ah ja. Ja. Es scheint dann irgendwie ein Troll-Level oder so zu sein. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen. Dann auch wieder hoffentlich ohne Kater. Und tschüss.